Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. So, ich war mal kurz essen, ich bin vollgefressen. Kommt die Müdigkeit gleich, pass mal auf. Gut, Spritzen haben wir hergestellt. Einfach mal, dass wir ein bisschen was haben. Eigentlich könnte ich auch mal... Ja, wir können aber auch hier noch ein paar Spritzen rein. Dies passt schon. So, ihr seht, Stoffen ist jetzt auch nicht so mehr die Welt da, ne? Immer noch ein Höschen. Natürlich Suits. Wie soll es anders sein? Lass mal eine Reihe hier, die anderen bringe ich mal nach hinten. Obwohl, eigentlich kann ich auch alle. Beziehungsweise nochmal hier so ein Dreierpack. Aber wir haben ja jetzt auch noch die blauen Dinger hier. Ach komm, ich bringe alle weg. Dann können wir die nächsten, die wir finden, nochmal hier reinpacken. Ja, guckt euch das an. Also es ist echt pervers. Gut, dass noch hell ist, würde ich sagen, gehen wir los. In der Nacht werden wir noch ein bisschen... Ja, ich glaube nicht, dass da ein Boss auf uns wartet, oder? Aber ich nehme trotzdem halbautomatisch auch mit, Alter. Wir machen halbautomatisch SMG. Ansonsten, ich war überlegen, ob ich jetzt nur eine MP5 nehme. Könnten wir halt auch machen. Aber zwei Stackies sollten auch reichen. Dann haben wir drei Slots belegt. Sollen wir mal ein Fass machen oder sowas? Eigentlich nicht, oder? Komm, ich nehme das mal mit hier. Haben wir gelernt, ist also nicht so wichtig, wenn wir es verlieren sollten. Alles gut. Ach so, vielleicht wäre eine Karte gut, ne? Wäre eine Idee. Moin. Sieht schon aber so dunkel wird, oder? Wie sieht's kistenmäßig aus? Ist auch da. Können wir natürlich mal reinluschern, ne? Während er nicht aktiviert ist. Oh, da ist gerade irgendwas in die Luft geflogen. Ich erwarte hier eigentlich immer jederzeit ein Garagentor. Christopher Brücke ist auch da, gehen wir mal hin. Ja, alles gut. Beauty. Kürbisse mit. Wie das Visier hier drauf. Also das Visier muss ich mir echt gewöhnen. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Also das ist mega scheiße. Man ist so ein bisschen rein, ja. Aber jetzt so im Klosskampf, Alter, ist ohne Visier definitiv besser. Das ist, da ein bisschen Zoom ist nicht schlecht. Das nutzen wir eh für weiter weg. Na, hier ist es definitiv. Also sehr schwierig aus meiner Sicht.
Sind auch alle da, sollte also keiner hier sein, dann push it. Schwache Kiste. So, 15 Minuten Zeit. Nie ein Scientist oder was? Jetzt mal die zwei, die immer hier frei rumrennen, schon mal wegmachen. Hier war beinahe looten. Die anderen lasse ich stehen. Ja, wie gesagt, die anderen lassen wir stehen. Einfach, dass wir hören, ob wer hört. Gut, ich gehe hier runter. Einfach um... Ja, nochmal hier das... Ich glaube, von der anderen Seite kommen wir gar nicht rein. Kommen wir nur raus, ne? Geh doch runter, Alter. Ja, natürlich bricht er sich da noch die Beine, Alter, so lächerlich. Also, ist jetzt soweit, dass wir gar nicht mehr wegkommen? Oh no, Alter. Ah, durchs Heilen sind wir jetzt runtergefallen, was? Alto Belli. Da kannst du besser hier lang gehen, ey. Twiki Disco, ey. Besser auf dem Geländer lang gehen. Ah, Hochtaschen. Oh, gönn ja. Auch schon wieder eine Sicherung zu viel mitgenommen. Gut, hier waren beide Seiten zu, ne? Geradeaus durch. Wo waren wir im ersten Raum drin? Hier links war auch zu, oder? Alter, ich wollte gerade noch sagen, letztes Mal war doch hier. Kein Scientist. Jetzt war er gerade da und hat sich verpisst, Alter. Was eine Birne. Ja, hätte ich besser halt noch ein Gewehr nehmen sollen. Auf die Entfernung. That's correct. Wow. Genau, da müssen wir ja Strom anmachen. Strom war hier hoch. Hüste kennen. Moin.
mein Gott, normal hätte der erste auch schon Heli sein müssen. Sonst noch wer? Kommen sie angepusht, die Jungs. Okay. Tja. Technisch ist hier nichts. Weiß nicht, ob von hier aus noch irgendwo ein paar geile Räume kommen oder was. Aber ansonsten ist das hier gerade mau, ne? Na komm, ich nehme mal eine Picke mit. Okay, da geht's schon wieder weiter. Mal wieder hoch und wieder runter gehen. Schlecht aus, wahrscheinlich durch den Gang da vorne. Mal SMG. Mal gucken, aber hier müssten wir runterkommen, denke ich. Ja, perfekt. Gehen wir nur in den anderen Gang rüber. Sind das echt Pilze hier? Sehr geil. Abwasserpilze. Mmh, leckerschön. Ja, da habe ich gerade noch dran gedacht. Ey. Ich habe es gerade noch im Kopf gehabt, wo das eine Ding da gerade weggeschmissen haben. Da dachte ich mir, das haben wir noch gar nicht gefunden. Das wäre schon nice. Dafür brauche ich eigentlich übrigens auch die Klingen. Okay, dann sind wir hier durch, hier unten, ne? Können auch mal hier gucken. Kommen wir da auch nach oben, oder was? Oder, ne, wir kommen direkt rüber, wo wir auch oben lang gehen könnten, zu dem anderen rüber, denke ich. Oder? Ja, hier, wo ich das gerade gesehen hatte. Obwohl das auch nicht so schlecht ist. Das haben wir auch noch nicht gelernt. Ich nehme das auch mal mit. Das hat die billige Variante. Okay, dann sollten wir jetzt hier... Gucken wir eben... Och, guck mal, hier war auch schon mal jemand. Den Ö-Slot sollte ich frei machen eigentlich. Gammelpilze. Das Problem ist, wir haben gleich noch die Kiste, die aufgeht. So, dann sollte ich jetzt hier hochkommen. Oh. Ja. Dann bin ich hier, genau. Bin ich hier da. Aber hier oben ist gar nichts, wa? Loot-technisch gesehen jetzt. Alter Belly, ernsthaft? Geht's noch mal weiter? Das heißt, hier ist immer irgend so ein Strohmoppet. Das Ding ist, die blaue Karte ist gleich durch. Das ist das letzte Mal jetzt. Das ist natürlich schade, Alter. Können wir drüben nicht mehr looten gehen. Ohne bevor ich wieder eine blaue Karte organisiere. Aber hey, wir wollen es erkunden, von daher. Nein, jetzt sag mir nicht, hier ist rot. Ach du grüne Neun, Alter. Das ist ja jetzt Verarsche. Eieiei. Eieiei. Das heißt, wir müssen nochmal hier hin. Muss ich aber auch erst blaue Karte holen. Einmal blaue können wir noch zünden für drüben dann.
Und dann geht es hier noch mit Rot weiter. Okay. Alter. Sichtbare Wand oder was? Ach mein Gott, leck mein Arsch, Junge. Was ist los, ey? Server, Alter! Boah, ich könnte kotzen, ey. Leute, G-Portal. Werbung für G-Portal ist das gerade hier. G-Portal, Leute. Wer überlegt, einen Host-Server bei G-Portal zu mieten? Mega, Alter. Mal eben nebenbei einloggen, ey. Nein, sonst ist G-Portal echt gut, aber das hier gerade ist halt. Junge, Junge. Ah, 16. So sein Job hier oder was? War 15. Okay. Boah, Leute, es macht keinen Sinn. Jo, ich mach mal einen Cut hier, wir sehen uns gleich wieder. Wer ist auch stark, Leute, gerade Server restart, neu eingeloggt, dann steht direkt hier ein Scientist vor mir, Alter. Natürlich sein, dass die jetzt alle wieder da sind. Ich weiß auch nicht, was mit der Log-Crate ist, die wir aktiviert hatten. Deine Drecksau. Alter, ich wollte eigentlich die Blutung abwarten, dann eine Spritze nehmen. Dann kommt der hier angerusht. Ein großer. Naja, das Schöne für euch, ihr bekommt nochmal ein bisschen Action. Das Schöne für uns, Blut ist wieder da. What the fuck? Okay. Okay, ich habe mich nicht beschwert. Ist aber, wie ich schon sagte, nicht meine Waffe. Also. Alles gut. So, hier geht's zu dem Stromding. Da will ich gar nicht hin. Ich will eigentlich raus. Nach der Kiste gucken. Ist sie überhaupt noch da? Da ist er noch. Ob die noch aktiviert ist, ist eine andere Sache. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Rot-Red Keycard und wir brauchen blaue Karten. Weiß noch nicht, ob ich das jetzt in der Session mache. Ansonsten. Aus der Hüfte geht auf jeden Fall ganz gut in was, muss ich sagen. Gut, das würde ich echt ganz gern mitnehmen.
Wird es wahrscheinlich nicht bauen, aber. Ja, die Verzögerung hier in Rust ist halt super. Super ungewohnt für mich. Also hier mit diesen Hide-Items und dem Nachladen, dass er dann. Dass du dann noch wechseln kannst und er es abbricht, ist halt. Super nervig. Moin. Na klar, konnte er nochmal schießen, Alter. Ist doch Klärchen. Ach so, das waren nur diese zwei Crap-Kisten hier, ne? Jetzt zu sterben wäre schon eher ärgerlich mit der AK, deswegen lege ich gerade, ob ich eben durchziehe nach Hause. Python, geil. Okay. Ja, ich werde dich AK wegbringen, Leute. Scheiß auf die Kiste. Zumindest die SMG auch fast durch, ich muss noch mal reparieren. Ich weiß halt auch nicht, was meine Nachbarn hier, ob die online sind oder was. Die fällt auch noch hier gleich rumkrebern an der Kiste oder sowas. Und da müssen wir uns jetzt nicht wegschießen lassen mit der AK im Inventar, die wir noch nicht gelernt haben. Ich werde sie lernen, ich werde natürlich auch welche bauen. Vielleicht klappt es auch mit der AK mittlerweile ganz gut, wer weiß. Weil durch Tarkov hat man ja doch ein anderes Waffenfallen. Also mit der Bremse drauf sollte ich eigentlich ganz gut klarkommen mit der AK überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Ich lerne sie. Können wir ja auch mal ein oder zwei bauen. Sind halt sehr teuer, ne? Aber wenn ich gucke, was wir so an Federn liegen haben, soll es jetzt auch nicht das Problem sein. Schauen wir mal. Ansonsten muss ich feststellen, außer Hüfte geht ganz gut. Zumindest im Klosskampf. Hatte ich sonst ja immer ein bisschen, gerade zumindest in Rust, Probleme mit. Weil du halt keinen Anhaltspunkt so auf dem Bildschirm hast. Aber durch Tarkov jetzt so Hipfire-mäßig. Da sehr viel Hipfire-Spiel eigentlich. Merkt man schon, dass es um einiges besser geht. Also bin ich selber von mir überrascht. Ich gehe mal kurz einmal rein, weil ich muss, wie gesagt, die SMG, oder wir tauschen sie eben fix aus. Reparieren kann ich sie gleich. Ist ja, nehmen wir mal die rote. Hauen wir das mal eben rein hier. Weil eigentlich sollte die Kiste schon lange auf sein. Eigentlich. Wir können aber auch das mal mitnehmen. Das auch. Nehmen wir das auch nochmal mit, wer weiß. Weil, was haben wir? 121. Scrammer nehme ich noch. Scrammer ist ja auch da. So, Muni habe ich noch. Ja, zack. Ich muss sagen, das ist gar nicht schlecht hier auf halbautomatischen. Schöner, wenn es das auch ohne Zoom geben würde. Ich meine, das hat schon immer den Zoom gehabt, aber. Gerade so ein bisschen oder verwirrt mich so ein bisschen auf im Nahkampf.
ich sonst eigentlich immer ganz gern gespielt, so auf SMG und MP5, aber... Puh. Keine Ahnung. Ich lasse mal auf dem Halbautomatischen drauf. Kann auch mal das nur andere Visier machen. Können wir jetzt auch mal. Hab ich ja immer gehasst wie die Pest. Das normale Kackvisier. Aber ich finde so auf SMG ist Kimme und Korn echt okay. Gerade hier mit der roten, mit der kleinen roten Spitze. Ist schon nice. Aber halbautomatische komme ich halt eigentlich sonst auch am besten ohne Visier klar. Aber wenn es jetzt super weit weg ist, dann zoomst du halt so ein bisschen ran, ist jetzt nicht so schlecht. Ja, hier ist überall Loot da, von daher ziehe ich mal durch. Risiko jetzt, Leute. Ist wurscht, AK ist safe. Da kann jetzt nichts mehr drin sein, was uns anmacht. Außer eine Satchel, aber die ist in so einer Kiste eh nicht drin. Ja, das habe ich mir gedacht, die ist sogar wieder zu, Alter. Natürlich schade. Naja, ist alles gut, Junge. Komm her. Dann haben wir jetzt ein bisschen Spaß hier. Und werden die Bots hier killen, wenn die looten. Fertig aus. Ich hoffe, die Muni reicht dafür. Gut, aber ich würde sagen, wir sehen am Ende einer Folge. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte, aber ich glaube schon. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.